Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich gerne über den Begriff Klarheit, Clarity, lokaler Kontrast sprechen. Und ich habe hier so ein aus dem neuen, wie heißt das, aus dem neuen GIMP-Magazin 2.8. Dingenskirchens für das ersten 2017 sozusagen, habe ich etwas gefunden. Und ich lese da mal ein bisschen was vor. Und zwar endlich Klarheit. Ein Begriff spielt im Zusammenhang mit dem Schärfen eine wichtige Rolle, Clarity oder lokaler Kontrast. Im Unterschied zur Schärfe wirkt die Klarheit auf größerer Skala. Während die Schärfe den Kontrast im Bereich weniger Pixel beeinflusst, spielt die Klarheit im zehnfach größeren Maßstab eine Rolle, weshalb hier vom lokalen Kontrast die Rede ist, im Gegensatz zum globalen Kontrast, der sich auf das ganze Bild bezieht. So, und wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, sozusagen diese Geschichte herzustellen. Auf der einen Seite, ich mache das mal zu, das brauche ich nicht hier, können wir das eben über den Filter Clarity, den wir in GMIC unter Color Grading haben oder lokale Kontrastverstärkung, Local Contrast Enhancement oder Enhancement, wie man das ausspricht, machen. Wir können es auch mit dem unscharf maskieren Filter von GMIC machen und wir können es natürlich auch mit dem unscharf maskieren Filter machen, den uns die GIMP-Entwickler hier in GIMP mitgegeben haben. Ich zeige mal einen Unterschied einfach, ich beginne einfach mal, ich mache das mal dreimal oder vielleicht viermal. Und jetzt zeige ich erst einmal eben den globalen Kontrast, der eben das Ganze, wie ich das vorgelesen habe, beeinflusst hier Kontrast. Wenn ich jetzt hier auf, sagen wir mal, 50 gehe und dann seht ihr, wird hier das ganze Bild von dem Kontrast eben dementsprechend in den dunklen Bereichen vor allen Dingen ja, angesprochen. Das sieht also dann so aus. Entschuldigung. Jetzt können wir hier über GMIC gehen, suchen uns hier Color Grading, setzen das mal zurück, also unter Colors, Color Grading. Und hier haben wir unten, hier unten zwei Schieber. Einmal einen, der sich sowieso Clarity nennt und einmal Local Contrast Enhance. Und ja, wenn ich jetzt hier auf 0,5 gehe, dann seht ihr, dass hier sich der lokale Kontrast verändert an dieser Geschichte. Also mache ich das jetzt eher erst einmal so. Im Gegensatz zu dem normalen Kontrast, wo eben die ganze Fläche berücksichtigt wird, wird hier bei der Klarheit eben das dementsprechend anders herausgestellt beim Schärfen. So. Beim nächsten versuche ich das jetzt nochmal mit dem, setze ich das zurück hier und gehe mal hier unten auf lokale Kontrastverstärkung, ja, und setze es auch mal auf 1. Und auch hier sieht man, das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen, diese Form der Klarheit. Das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen, ja. Ja, haben wir hier eben diesen globalen Kontrast und hier haben wir jetzt langsam, kommen wir dahin. So, dann zeige ich das, dupliziere ich das nochmal, dann zeige ich es auch gleich noch mit dem GMIC. Details, unscharf maskieren, Filter. Da ist es so, dass man eben mit dem Radius zurück muss. Ja, sagen wir mal, erst einmal der Schwellwert muss ganz weg sein. Also der Schwellwert, den brauchen wir nicht. Der muss auf 0 stehen. Hier haben wir die Menge und dann haben wir hier den Radius. Hier haben wir zwei Radien sozusagen, die man nutzen kann. Ich gehe mal auf 15 zurück hier und bei dem gehe ich mal auf, was weiß ich. 2 vielleicht und dann können wir hier bei der Menge dann dementsprechend das handeln mit dieser lokalen Kontrastverstärkung. Das wäre also auch eine Möglichkeit. Es ist immer ein bisschen anders, ihr seht es ja. Von Filter zu Filter ist es verschieden und auch hier die letzte Klarheit sozusagen, die wir schaffen werden über unseren hier eingebauten Filter, unscharf maskierenden Filter von GIMP. Die ist auch anders, wird sich auch anders darstellen. Als allererstes werde ich jetzt hier mal den Gamma-Hack ja, auf jeden Fall aktivieren und Filter auf die Rohpixel der Ebene anwenden. Und jetzt gehe ich hier mal zurück auf 0,500, ja, in dem Bereich. Und dann gehe ich mal hier auf 30. Und ihr seht, auch hier haben wir jetzt praktisch diese Form oder diese Art dieses lokalen Kontrasts, der lokalen Kontrastverstärkung. Gehe mal auf 50. Hergestellt, also Klarheit, Clarity und natürlich, wie gesagt, das sind die Möglichkeiten. Es ist immer unterschiedlich. Das war klar hier, das war das Globale und jetzt haben wir hier den einmal Clarity genommen. Ja, Clarity. So, hier globaler Kontrast. Und habe ich das richtig geschrieben? Naja, passt schon.
Und dann haben wir gesagt, okay, einmal so. Ja, so, ne? Und dann haben wir, mache ich das mal ein bisschen größer hier. So. Und dann haben wir einmal hier, das ist Jimmick unscharf. Ja, das war dieser unscharf maskierende Filter von Jimmick, den wir hier genutzt haben. Und hier haben wir diesen Gimp Klarheit unscharf maskieren. Also U unscharf maskieren, scharf. Naja, was auch immer. Ne? Ihr wisst es, ich mach's weg hier. So, und dann ist die Sache erledigt. Also, okay. Also ihr habt's gesehen, das sind die Möglichkeiten oder einige Möglichkeiten. Es gibt auch fertige Skripte. Man kann auch verrechnen über Überlagern mit Schwarz-Weiß-Ebenen. Man kann verrechnen mit Fasermischen, auch wiederum mit Schärfe-Ebenen, Schwarz-Weiß-Ebenen und so weiter. Am besten ist, man nimmt eine Luminanz-Ebene und verrechnet die und so weiter und so fort. Dann muss man eben die Farben wieder ein bisschen nacharbeiten. Also es gibt viele Möglichkeiten und das war eben einfach mal für mich wichtig, euch zu zeigen, wie so etwas funktioniert. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, vor allen Dingen diese Klarheit herzustellen mit diesem eingebauten oder mit dem Filter von Jimmick, also dem unscharf maskierenden Filter von Jimmick. Ich halte das für die beste Variante. Und okay, herzlichen Dank fürs Schauen. Ja, das ist der obere nochmal. Ja, bis zum nächsten Mal.